Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 9000 lebensgefährliche Messerangriffe im Jahr, das ist die Realität in Deutschland. 25 jeden Tag, so die Statistik. Wie Mannheim jetzt erstmals zeigte, in einem Video ist es dort festgehalten, wie so ein Messerangriff wirklich aussieht, wie ein radikaler Muslim von hinten einem Polizisten in den Hals und in den Kopf sticht. Bilder kaum auszuhalten. Das Video zeigt, was sich hinter anonymer Statistik verbirgt. Es ist ein Zeitdokument, meine Damen und Herren, das entlarvt, was unkontrollierte Masseneinwanderung wirklich bedeutet. Vergangene Woche gab es hier im Bundestag eine Debatte zu diesem Polizistenmord. Und in all der Trauer, dem Schmerz und der Bestürzung spricht die Fraktionsvorsitzende der Grünen von Stolz auf die zunehmende Vielfalt in Deutschland. Stolz? Wie kann man stolz sein auf das unkontrollierte Hereinströmen von Migranten, Million auf Million, aus fremden Kulturen, oft auch mit ganz anderer Gewaltbereitschaft? Die Grünen zwingen mit ihrer Masseneinwanderung Deutschland die linksgrüne Wahnidee auf von Vielfalt und Diversity und gehen dabei sprichwörtlich über Leichen. Wie kann man darauf stolz sein? Wie kann man darauf stolz sein? Ich sage Ihnen, Ihr Weg ist falsch. Ihre Diversity ist mörderisch. Ihre Vielfalt tötet. Und viele radikale Muslime bejubeln auch jetzt offen den Polizistenmord als Teil des organisierten radikalen Islam in Deutschland. Aber Tausende fordern bereits das Kalifat auf unseren Straßen, diese Gewaltherrschaft. An der Spitze der Verein Muslim Interaktiv und dessen Chef posiert öffentlich mit muslimischen Kumpanen, die den Polizistenmord feiern und bejubeln. Sie stachen im Internet Millionen auf. Fast die Hälfte aller muslimischen Schüler befürwortet bereits den islamischen Gottesstaat in Deutschland. Wir von der AfD fordern heute hier und jetzt und stellen den Antrag, Muslim Interaktiv endlich zu verbieten. Und wir verlangen namentliche Abstimmung, damit die Bürger draußen sehen können, wie jeder einzelne Abgeordnete hier abgestimmt hat, insbesondere die von der CDU. Sollten Sie unseren Antrag wieder alle ablehnen, wie schon im Innenausschuss, wird einmal mehr deutlich, wie schutzlos und verloren Deutschland Ihnen allen ausgeliefert ist. Aber die Deutschen wollen nicht länger wehrlos bleiben. Immer mehr wählen die Alternative zur Ampel, zur Union und zum linksgrünen Zeitgeist. Letzten Sonntag schon haben viele diese Alternative gewählt. Und im Herbst werden es noch viel mehr sein. Dann wird das Volk in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen mit Ihnen abrechnen, meine Damen und Herren.